Tag 4 der Rennsteigwanderung. An dem Tag liefen wir 30,1 Kilometer von Nähe Oberhof über Oberhof, dann über Waldhotel Schmücke und haben anschließend in der Nähe vom Bahnhof Rennsteighöhe unser Zeltlager aufgeschlagen. So, jetzt Wanderungsstart kommt. Ne, guten Morgen. Jetzt Tag Nummer 4 der Rennsteigwanderung. Das hat irgendwie so ein bisschen geregnet heute Nacht und ich habe so eine Plastikfolie über mein Zelt geklebt. weil mein Zelt nicht ganz dicht ist. Regenfest. Hat geklappt. Aber voll scheiße, dass es so kalt ist heute. Gut, gleich hier, wie heißt das nochmal? Sachen packen, Zelt abbauen und dann weiter zu gelaufen. Mal sehen, wie viel KM wir heute machen. Oh scheiße. Guck mal, was für ein Riesenloch mein Scheißschuh hat. Ich brauch dringendstens neue Laufschuhe. Und gestern beim Laufen sind da ständig irgendwelche Kieselsteine da reingefallen in diesen Loch rein. Und diese Kieselsteine, die drücken die ganze Zeit in meinen Hacken fest. Ich musste die ganze Zeit aus meinen Hacken rausziehen. Und der andere, der sieht auch nicht viel besser aus. Da ist auch schon voll Fettloch drin, wo die ganzen Steine und so reinkommen. Das ist voll scheiße. Ich habe diese Schuhe geliebt, weil die einfach so perfekt zu meinem Fuß passen. Ich brauche dringendstens neue gute, sehr gute Laufschuhe. Damit ich für euch noch viel mehr Videos machen kann, wo ich ganz viel Kilometer mache. Mit so billigen Straßenschuhen ist das voll scheiße, so weit zu laufen. Weil die Füße dann so schnell schwitzen und sowas und Blasenprobleme etc. Ich versuche, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas hilft. Ich versuche hier mal Klebeband zu benutzen, um das hier ein bisschen zuzutapen. So, ich habe meine Laufschuhe provisorisch zugetaped und mal hoffen, dass die halten. Aber ich glaube da überhaupt nicht dran, dass die halten werden. Aber ich hab's trotzdem. Aber kannst ja versuchen. Was ist scheiße windig heute? So, jetzt erstmal ein Wurfzelt zusammenbauen. Ne. Ich habe hier mein Wurfzelt zusammengebaut. Schon wieder. Gleich erstmal Zähne waschen. Ne, wir haben gerade Sachen gepackt, Zähne geputzt und jetzt Wanderungsstart kommt. Es ist 9 Uhr. Ne, wir sind knapp über 1 Kilometer von Oberhof, diese Stadt oder Ortschaft, die Oberhof heißt. Und wir gehen da jetzt hin, um jetzt was weiß ich, kurz einen Kaffee zu holen oder so. Bei irgendeinem so ranzigen Bäcker. Oder und danach dann hier Bier kaufen gehen. In irgendeinem Supermarkt oder so. Da freue ich mich schon drauf. Endlich wieder Bier trinken. Also ich finde, der Oberhof sieht auch voll schick aus. Diese scheiß Beschilderung, der hat uns in riesigen Umwegeform zum Supermarkt geführt, damit wir dann Bier kaufen können. Das ist schon wieder Zeitverschwendung gewesen. Nur weil wir diese Beschilderung gefolgt haben, haben wir einen Umweg gemacht. Voll fäkalhaft. Wir haben diesen verschmierten Einkaufsladen gekauft. Gefunden, jetzt können wir das Bier kaufen gehen. Ne, wir haben gerade bei dem verschmierten Laden eingekauft und scheiße, die hatten keinen Wickkühler in 0,33 Liter Flaschen gehabt. Weil 0,05 Liter Flaschen, das passt mir irgendwie nicht so richtig. Aber ich habe jetzt hier Jever geholt. Darauf werde ich erstmal hier ein Bier trinken. So wie ich vermuten konnte, hat dieses Schuhe zu Tape überhaupt nichts gebracht. Wir sind ein bisschen gelaufen und dann ist der Tape abgegangen. Ich brauche unbedingt neue Laufschuhe. Könnte ich die ganze Zeit fluchen für, dass ich neue Laufschuhe brauche. Ne, wir waren gerade bei so einem verschmierten Bäcker gewesen und haben da zwei Kaffee gesoffen und so ein bisschen unsere Akkus aufgeladen, beziehungsweise auch Powerbank und Handy.
ein bisschen Kamera-Akku. Das hat voll lange gedauert, voll viel Zeit gekostet. Keine Ahnung, über eine Stunde oder so. Eineinhalb, ja, Stunde oder so. Jetzt habe ich meine Powerbank bis auf 32% vollgekriegt. Voll scheiße, dass das Aufladen immer so viel Zeit kosten muss und so lange dauert. Ich könnte echt eine autarke Stromversorgung gebrauchen. Damit ich nie wieder hier Akkus irgendwo in irgendwelchen Läden da aufladen muss. Ne, wir haben nicht nur eine Statue, sondern zwei Statinen gefunden. darauf erstmal ein Bier trinken. Und wir haben hier mitgekauft im letzten Laden. Und das, weil diese Kühltasche voll mit Bier war, aber wir jetzt ein Bier trinken, haben wir Platz, damit wir Mette in diese Kühltasche reinpacken können. Damit das nicht weggammelt, bis wir das fressen. Oder beziehungsweise zu ungenießbar, zu warm wird. Hier, Scheißbrücke gefunden, wo so eine Kackautos rumfahren. Hier, Ausblick. Das sieht voll cool aus, dieser Ausblick. Dieser Weg hier ist voll steinig und wurzelig. Diesen steinigen Weg hier müssen wir die erste mit das hier schieben. Das ist immer voll schwer und anstrengend, oder wie das heißt. Nee, wir haben eine ranzige Bank gefunden. Und darauf werden wir gleich hier Bier trinken und dabei hier Mettbrötchen fressen. Erstmal frühstücken. Das wird voll cool. Bei so ein voll cool Wetter gerade. Ich mache jetzt für uns unsere hart verdienten Biere auf. Endlich wieder Bier aufmachen. Schade, Jever Bierdeckel fliegen nicht so geil wie Wickkühler Bierdeckel. Erstmal Brötchen aufschneiden und dann voll cool Matt drauf machen. Fertig ist dieser voll cool Matt Brötchen. Der wird gleich voll geil schmecken und so. Das ist voll cool Frühstück. Ne, wir haben gerade aufgefressen und Bier ausgetrunken. Darauf, dass wir das gemacht haben und jetzt langsam weitergehen wollen, will ich ein Bier aufmachen, damit ich Bier trinken weiterlaufen kann. Ne, hier höchster Punkt des Rennsteigs. Aber weil hier überall Bäume sind, die noch höher sind als dieser Punkt hier, können wir die Aussicht nicht sehen. Und deswegen ist dieser Schild niedriger als das da vorne. Und darauf erstmal Bierpower! Bierpower! Das war gerade Bierpower auf dem höchsten, hier, Punkt, auf dem höchsten Berg von diesem Rennsteig oder wie das heißt. Oh, wie räudig. Scheiß Wurzeln. Oh, ist das räudig. Forstweg. Oh, scheiße, wir haben uns schon wieder verlaufen. Ungefähr 300 Meter. Wir sind diesen Berg gerade runtergelaufen und wir müssen jetzt den gesamten Berg wieder hochlaufen. Keine Ahnung, warum das so scheiße ausgeschildert ist. Also die meisten Stellen sind zwar sehr gut ausgeschildert, aber dass das hier so scheiße ausgeschildert ist, genau diese Stelle, das ist voll sowas von voll gekackt. Dieser Baum, der sieht voll tödlich aus. Ne, hier mein Taschenkonstrukt, der sieht so verschoben aus und so richtig schlecht und voll scheiße und sowas. Ich pack meine ganzen Sachen erstmal aus und dann wieder ein. Und richte das alles. Weil das ist voll scheiße zu schieben. Der Wagen, der kippt viel schneller weg und so weiter. Weil das so verschoben ist und sowas. Oi, wir haben hier was gefunden. Hier eine Feuerstelle. Und keine Ahnung, hier vorne. Nee, das ist hier zugebaut.
Aber hier ist auch noch eine Feuerstelle. Da können wir gleich Ravioli kochen, damit wir hier so Abendbrot fressen tun. Ne, ich hab jetzt gerade den Wald sowas von voll geschissen, dass ich jetzt endlich Platz für Ravioli habe. Und diese Ravioli-Dose, weil die das hier kein Öffner hat, mach ich jetzt mit meinem Scheißmesser auf. Es ist zwar umständlich als mit so einem Dosenöffner, aber es geht. Hier, Ravioli werden gebraten, damit wir diese gleich fressen können. Das sieht langsam voll cool aus, weil hier Blasen zugekurbelt. Deswegen sind die Ravioli gleich fertig. Und hier, diese Dose ist voll schwarz. Von dieser Maggi-Ravioli. Gleich diese Ravioli fressen. So, das hier, das ist unser Abendessen. Hier, Ravioli. Die sind warm. Die sind endlich durch. Aber bevor ich die Ravioli fresse, erstmal Bier aufmachen. Ne, wir haben gerade gefressen und ich habe meinen Wagen endlich gerichtet. Jetzt können wir weiter zugelaufen. Oh Scheiße, meine Billigplastiktüte ist aufgerissen und diese ganzen Bierflaschen, die leer waren und was da noch drin war. Das alles ist runtergefallen, diese ganzen Bierflaschen und sowas. Und deswegen habe ich mir jetzt diese Tüte hier geholt. aber das ist voll scheiße zu schieben mit dieser Tüte, weil die so groß ist und so. Ne, die ganze Scheißstrecke hat mich dieser Scheißmüll, sagt er, den ich hier dran getackert hatte, genervt. Aber hier, endlich ein Mülleimer gefunden, damit ich diese Scheiße endlich loswerde, diese ganzen leeren Bierflaschen. So, jetzt habe ich meine ganzen leeren Bierflaschen und sonstigen Müll und Ravioli-Dose und so weiter da reingeschmissen in diese verschmierten, vergammelten, ranzigen Mülltonne. Und darauf, dass ich endlich mal den Müllsack wegschmeißen konnte, darauf erstmal ein Bier trinken. Damit ich meinen nächsten Müllsack voll machen kann. Langsam. um mir noch mehr Belastung zu machen. hier, guck mal, da, voll Altlok getroffen. Mit hier rot dran. voll alte Lok. Das sieht voll cool aus. Ich habe noch nie so einen Zug gesehen, wie was da steht. Oder keine Ahnung, ob diese Lok voll alt ist oder so. Aber auf jeden Fall sieht die komisch aus. Als wenn das irgendwie so ein Schneeschieber wäre oder sowas. Hier mit dieser Schaufel da vorne. Nee, darauf, dass es schon wieder dunkle geworden ist, wird das langsam Zeit, wieder hier mit ganz viel Mühen den Wurfzelt aufzubauen. Ich habe mit ganz viel Mühe schon wieder mein Wurfzelt aufgebaut. Guck mal, ich habe hier eine Flasche hingestellt und hier ist meine Kopflampe, die hängt hier dran, damit wir hier so ein bisschen Licht haben, damit wir hier draußen mit ein bisschen Licht ganz entspannt noch ein Gute-Nacht-Bier trinken tun. Hier mitten in der Dunkelheit. Direkt im Wald. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Ne, das war Tag 4 von dieser verranzten Wanderung von Rennsteig. Wir haben eben gerade ein letztes Gute-Nacht-Bier zusammen getrunken. Und jetzt gleich schlafen. Morgen kommt Tag 5 dran. Gute Nacht, bis morgen.